Mythos-Varus-Schlacht. Vertrieb Arminius die Römer für immer aus Germanien? Ein neu entdecktes Schlachtfeld birgt sensationelle Funde. Von einem vergessenen Feldzug mitten in Germanien. Roms Rache. Die Schlacht im Harz. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Die Germanen, waren sie die allerersten Deutschen? Manche meinen das. Doch die Germanen nannten sich selbst gar nicht so. Germanien und Germanen sind Begriffe, die von Römern ausgeklügelt wurden, um das waldige und sumpfige Gebiet samt seinen Stämmen überhaupt mal zu benennen. Weil es eben nur die Römer waren, die uns Schriftquellen vererbten, sehen wir die Geschichte meist aus ihrer Sicht. Aber manchmal tauchen überraschend Dinge auf, die nicht so recht ins Bild zu passen scheinen. Kürzlich wurden tief in Niedersachsen Spuren einer großen Schlacht gefunden. Eindeutig Germanen gegen Römer, 2,5 Jahrhunderte nach Christus. Aber lernt nicht jedes Schulkind, dass Arminius Hermann der Karusker bereits 9 nach Christus in der Varusschlacht die Römer aus dem Land vertrieben habe? Ein für alle Mal. Wie passt das überhaupt zusammen? Und was suchten römische Legionen 2 Jahrhunderte nach Varus überhaupt im Harz? Jörg Müllner, unser Autor, sagt uns das. Mehr als eine Schlacht. Eine Zeitenwende. Der Anfang vom Ende der römischen Vorherrschaft in Europa, heißt es. Römer in Germanien im Jahre 9 nach Christus. Sie geraten in einen Hinterhalt. Germanische Stämme bereiten 3 römischen Legionen eine vernichtende Niederlage. Keine Schlacht der Antike hatte so weitreichende Bedeutung für die deutsche Geschichte wie die Schlacht des Cheruskerfürsten Arminius gegen den römischen Feldherrn Varus. Vielen gilt sie als Gründungsmythos der deutschen Nation. Schauplatz war, so sagen römische Quellen, der Teutoburger Wald, wo noch heute ein Denkmal an Arminius erinnert. In jedem Schulbuch steht, die Römer hätten sich seit diesem Desaster an den Limes zurückgezogen und Germanien gemieden. Aber fand die legendäre Schlacht wirklich im Teutoburger Wald statt, wie Tacitus schreibt? Viele Archäologen halten einen anderen Ort für wahrscheinlich, Kalkriese im Osnabrücker Land. Hier steht ein imposantes Museum, voll mit Fundstücken von einer bedeutenden Römerschlacht. Waffen, Rüstungen, Münzen, die Reste der Varusschlacht, heißt es. Hier steht der Nachbau eines Walls, der Germanen als Hinterhalt diente. Auf dem Schlachtfeld entdecken Archäologen die Überreste einer geschlagenen römischen Armee. War es die Varusschlacht? Wir erkennen hier inzwischen nach mit 20 Jahren Erfahrung verschiedene Schichten. Den anstehenden Sand im Gelben kann man noch recht gut sehen. Das ist der gelbe Sand hier im Untergrund. Aber was sich denn wenigsten erschließt, das ist eine Schicht, die uns zeigt, dass hier die Germanen eine Wallanlage errichtet haben. Wir haben hier ein braunes Material, so ungefähr 20 cm mächtig, über dem gelben Sand. Und unter dem dunkelgrauen Auftrag, das ist die Flugschicht und ein mittelalterlicher Bodenauftrag, der Plaggenesch. Und dieses braune Band hier, das ist das, was vom Wall, den die Germanen hier errichtet haben, um die Römer angreifen zu können, übrig geblieben ist. Der Wall war eine tödliche Falle. Aber waren es die Truppen des römischen Feldherrn Varus, die hier vernichtend geschlagen wurden? Nicht ein Abzeichen der Varus-Legionen wird gefunden. Aber ein römischer Gesichtshelm, hier mehrfach vergrößert. Was spricht für Varus in Kalkriese? Es gibt an anderer Stelle keinen einzigen Fund. Wir haben hier über 6.000. Wir haben eine große Zahl römischer Münzen. Die große Zahl hat schon für Mommsen dafür gesprochen, dass hier der Untergang einer römischen Armee stattgefunden hat. Also etwas, was man nur mit einer totalen Niederlage erklären kann. Wenn da über 1.500 römische Silber- und einzelne Goldmünzen entdeckt werden können. Wir haben hier die große Ausdehnung der Fundstreuung und die Militarier, die übrig geblieben sind, sprechen dafür, dass die Römer nicht mehr in der Lage waren, ihre Toten einzusammeln, zu bestatten oder auch ihre Waffen noch einzusammeln. Eine große Römerschlacht, gewiss. Aber versprechen die Schilder an der Autobahn bei Kalkriese nicht zu viel?
Der Hamburger Professor Siegfried Schoppe ist einer der Kritiker von Varus in Kalkriese. Meine These ist die, dass hier eine Germanicus-Schlacht stattgefunden hat, 16 nach Christus, an der Varus schon nicht mehr beteiligt sein konnte. Die Schlacht 9 nach Christus hat tatsächlich dort stattgefunden, wo Tacitus sie verortet, nämlich dort, wo wir heute vom Teutoburger Wald sprechen. Bei Detmold also, sagt Siegfried Schoppe, der seither in Kalkriese nicht gern gesehen ist. Es gibt bis heute keine gesicherten Erkenntnisse über den Ort der Kämpfe. Hier wurden gegen alle Wissenschaftlichkeit Fakten geschaffen, indem man Varusschlachtschilder aufhängte, während man noch nach der Varusschlacht suchte und archäologische Studien betrieb. Das ist natürlich nicht ergebnisoffen und das ist wissenschaftlich nicht redlich. Meines Erachtens müsste das Schild Varusschlacht ersetzt werden durch das, was man hier wirklich hat: Römerschlacht Kalkriese. Varus gibt mir meine Legionen zurück, soll der römische Kaiser Augustus nach der verheerenden Niederlage geklagt haben. Noch auf dem Schlachtfeld, so die Überlieferung, setzte Feldherr Varus seinem Leben ein Ende. Seither heißt es, nie wieder fassten Römer Fuß in Germanien, aber stimmt das auch? Manchmal sind es winzig kleine Dinge, die ein festgefügtes Bild erschüttern. Auch das sind Funde einer Römerschlacht. Doch sie wurden im Harz entdeckt, damals tiefstes Germanien. Das ist eine Hipposandale, ein Hufschutz für Maultiere oder eben auch Pferde, der also wirklich nur von den Römern verwendet wurde. Sie sehen hier unten noch Rillen, ansatzweise Rillen. Also es sollte zum einen der Huf des Pferdes geschützt werden, aber die Pferde sollten auch im schwer zugänglichen Gelände mehr Halt bekommen durch diese Sandalen. Was aber hatten Römer im Harz verloren? Wie so oft ist es ein Zufallsfund, der die Lawine ins Rollen bringt. Sondengänger, bei Archäologen nicht immer beliebt, stoßen auf rätselhafte Metallgegenstände. Also wir haben Reste einer Burg gesucht. Und zwar aus einer Heimatgeschichte. In dem Text ist es halt so beschrieben, die Grafen von Harzhorn wohnet auf einer Burg, an der Chaussee gelegen, von Nordheim Richtung Seesen. Und das ist genau die Straße, die hier am Harzhorn vorbeiführt. Wir sind an diesen Hügel gekommen hier und haben eine Speerspitze gefunden. Und dann noch eine Hipposandale und jede Menge Katapultbolzen. Die haben die Sachen mit nach Hause genommen, sauber gemacht, angeschaut und wussten letztendlich nicht, was es war. Bis dann eben der Schütte das ins Internet gestellt hat mit der Frage, was ist das überhaupt, kann jemand das bestimmen? Und da kam dann eben die Information, dass es römisch wäre. Eine Sensation bahnt sich an. Römer im tiefsten Germanien. Die Finder sind stolz, aber auch etwas besorgt. Natürlich bedarf die Suche nach archäologischen Funden einer Genehmigung. Ansonsten ist es eine Straftat. Und als Herr Schütte mir dieses Fundmaterial vorlegte, war mir natürlich dann auch klar, dass das illegal geborgen wurde, dieses Material. Herr Schütte selbst war auch sehr unsicher, dachte, da werde ich jetzt bestraft oder was passiert jetzt mit mir? Aber eben weil er ja dann zu mir gekommen ist, habe ich in diesem Fall, muss ich sagen, von einer Strafanzeige dann Abstand genommen. Petra Lönne startet eine Geheimaktion. Zusammen mit Sondengängern ihres Vertrauens durchkämmt sie tagelang den Wald bei Nordheim. Aus Hoffnung wird Gewissheit. Es war also unfassbar, also das kann man gar nicht nachvollziehen. Wir haben das Gerät angestellt und innerhalb einer Minute hatten wir schon die ersten Funde. Überall schlagen die Metalldetektoren an. Geschossspitzen, Waffenbruchstücke, Schuhnägel. Ich habe, glaube ich, eine Pfeilspitze. Mal kommen. Eindeutig die Spuren einer großen Schlacht. Für die junge Kreisarchäologin ist es wie ein Lottogewinn. Und es ist sogar der Jackpot. Aufregung, Adrenalinschub, also ich konnte es einfach nicht glauben. Und vor allen Dingen, es hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass wir hier ein Schlachtfeld haben. Ein Schlachtfeld, davon haben wir überhaupt nur wenige. Und insofern war das absolut faszinierend. Die Suche verläuft im Geheimen, um keine Raubgräber anzulocken. Immer mehr römische Objekte kommen ans Licht. Die Sensation ist perfekt. Wir haben hier etwas, was wir
was einmalig ist. Das kann man einfach so sagen. Und das ist unglaublich spannend. Und je mehr wir uns da hineinversetzen, desto spannender wird es für uns eigentlich auch. Weil wir hier eigentlich auch die, klingt jetzt doof, Legionäre laufen sehen, die Germanen kämpfen sehen. All das hat man hier eigentlich vor Augen. Was geschah am Tatort Harzhorn? Archäologen und Experten für römische und germanische Geschichte machen sich daran, ein Rätsel zu lösen. Systematisch wird das Schlachtfeld untersucht. Bald zeigt sich, das Geschehen am Harzhorn hat sich über eine Fläche von mehreren Kilometern erstreckt. Die Archäologen stehen vor großen Herausforderungen, denn anders als ein Gräberfeld oder eine Ruine ist die Schlacht nur eine Momentaufnahme der Geschichte. Eine Römerschlacht in Germanien, das elektrisiert auch den Grabungsleiter Michael Meyer, Germanenexperte von Rang. Wir haben uns das nicht vorstellen können, dass die Germanen tatsächlich auch vor der eigenen Haustür mit der massiven römischen Militärmacht konfrontiert waren. Ja, bislang sieht unser Bild so aus, die Germanen fallen ins Römische Reich ein, aber die Römer sichern nur ihre Grenze und machen das vielleicht ein bisschen im Vorfeld. Also die Germanen könnten sich nach diesem alten Modell zu Hause sicher fühlen und waren eben gleichzeitig auch in der Lage, den Römern empfindliche Nadelstiche zuzuführen. Und das müssen wir jetzt anders bewerten. Also die Germanen sind tatsächlich in ihrer eigenen Heimat mit Rom, mit der römischen Armee konfrontiert. Die Varusschlacht war also doch nicht das Ende der römischen Präsenz in Germanien. Die Archäologen wollen mehr wissen. Wann fand die Schlacht statt? Und wer zog als Sieger vom Feld? Wieder die Germanen, wie schon in der Varusschlacht? Das ist so außergewöhnlich. Ja. Es ist einfach so was komplett Neues. Es ist historisch ungeheuer aufregend. Es ist methodisch Neuland. Wir sind also während der Grabungen im Prinzip auch dabei, unsere Methode zu entwickeln, im ständigen Gespräch, im Kreis der Kollegen. Und von daher ist es einfach eine riesige, aufregende Herausforderung. Jedes Fundstück erzählt eine eigene Geschichte. Was am Harzhorn entdeckt wird, kommt zum Restaurator, der sich als Ermittler sieht. Ein Detektiv der Geschichte. Die sogenannten Restauratoren sind in Deutschland eigentlich unglücklich mit ihrer Berufsbezeichnung. Im englischen Sprachraum gibt es den Begriff der Investigative Conservation, also eine untersuchende Konservierung von archäologischen Funden. Und das trifft die tägliche Arbeit viel genauer. Die investigative Restaurierung gibt Aufschluss über den Zeitpunkt der Schlacht und die Zusammensetzung der Truppen, die am Harzhorn kämpften. Die Funde erzählen von Fremdlegionären in der Schlacht, persischen Bogenschützen, Hilfstruppen aus Syrien. Und das nach zwei Jahrtausenden. Es hat keine Düngung stattgefunden in direkter Nähe zum Grabungsareal oder zum Fundareal, hat keine Straßenstreuung, also keine Salzeinbringung stattgefunden. Und wahrscheinlich hat auch in den letzten 2000 Jahren hier kein Ackerbau stattgefunden in diesem Waldgebiet. So dass der Boden tatsächlich über diese fast 2000 Jahre völlig unverändert geblieben ist. Und das kommt den Stücken natürlich sehr entgegen. Dennoch müssen die Fundstücke vom Harzhorn in mühsamer Kleinarbeit aufbereitet werden. Wochenlang lagern sie in einem Salzbad. Verblüffende Details werden sichtbar. Ein Schlüssel. Eine Speerspitze. Jeder Hinweis zählt, denn eine Schlacht am Harzhorn ist in keiner Quelle erwähnt. Hier müssen die Funde Geschichte schreiben. Entscheidend für die Datierung sind die von Sondengängern entdeckten Münzen. Sie zeigen den zur Prägezeit herrschenden Kaiser. Wer herrschte zur Zeit der Schlacht und was wollte er im Harz? Die entscheidenden Münzen werden hier im Wald entdeckt. Es könnte der Schauplatz eines heftigen Gefechts gewesen sein, denn das Erdreich ist voll mit Funden aus Eisen und Silber. Also wir haben gerade jetzt hier im Bereich dieser Mergelkuhle 9 Silberdinare fassen können. Silberdinare der severischen Kaiser. Und die beiden jüngsten Münzen, die sogenannten Schlussmünzen, bilden den Kaiser Severus Alexander ab, der von 222 bis 235 regierte.
Dies ist die jüngste Münze, die allerdings 228, das wissen wir, geprägt wurde. Das heißt, die Schlacht muss nach 228 passiert sein. Römer in Germanien, 200 Jahre nach der Varusschlacht. Kann das sein? Im 3. Jahrhundert nach Christus steckt Rom in der Krise. 235 wird Kaiser Severus Alexander in Mainz ermordet. Sein Nachfolger ist Maximinus Thrax. Der erste Soldatenkaiser war nie in Rom. Er kennt nur die Front, den ständigen Kampf gegen die Germanen. Es ist eine unruhige Zeit an der römisch-germanischen Grenze, dem Limes. Immer wieder werden römische Garnisonen von Germanenstämmen angegriffen. Rom plant einen mächtigen Schlag gegen die aufsässigen Germanen, eine Machtdemonstration. Bisher markierte die Varusschlacht das Ende der römischen Präsenz im Norden. Doch immer wieder berichten Quellen von Feldzügen tief ins freie Germanien. Weiß Günther Moosbauer, Experte für römische Geschichte. Im Nachhinein ist man immer klüger. Es war vielleicht zur Zeit Marc Aurels nochmal ein Bestreben, eine neue Provinz zu schaffen. Das andere waren Feldzüge, die dazu gedient haben, das Vorfeld des Römischen Reiches wieder zu ordnen, Einfälle ins Reich zu verhindern. Dass diese Züge so weit nach Germanien hineingegangen sind, das ist jetzt das Neue am Hartzorn, das wollten wir eigentlich nicht glauben. Ich denke, die einen oder anderen haben es vermutet, haben sich nicht getraut, es zu formulieren. Und es ist einfach toll, das jetzt belegen zu können. Von einer Schlacht am großen Sumpf, schreibt Herodian. So könnte es gewesen sein. Die Römer machen sich auf, um in Feindesland einzudringen und den Gegner einzuschüchtern. Der Marsch beginnt im Legionslager Mainz, damals Moguntiacum. Das Ziel sind elbgermanische Siedlungen. Sie werden verwüstet und in Brand gesteckt. Dann machen sich die Truppen auf den Weg zurück ins Winterlager nach Mainz und passieren das Harzhorn. Hier wittern Germanen ihre Chance. Der Wald am Harzhorn bei Northeim, südliches Niedersachsen. Perfekt für einen tödlichen Hinterhalt. Die Auswahl dieses Platzes für eine Schlacht gegen die Römer ist aus militärstrategischer Sicht genial. Es ist wirklich das Nadelöhr par excellence auf einer sehr langen Strecke. Das heißt zum einen, was für mich als Germanenforscher auch schon mal eine wirkliche Überraschung war, dass die Germanen einfach sehr gute Kenntnisse in dieser Zeit von überregionalen Verkehrstrassen hatten. Und zum anderen, dass sie einen klaren Blick für geostrategische Situationen haben. Also wo kann man am besten einen solchen Engpass zumachen? Ein wichtiges Hilfsmittel für die Archäologen ist eine Laserscan-Luftaufnahme, die das Gebiet ohne Bewuchs zeigt. So werden jahrtausende alte Wege und Spuren im Boden sichtbar. Das hilft dabei, die Schlacht zu rekonstruieren. Also wie können wir uns das erklären? Also ich denke, das plausibelste Modell für die ganze Geschichte ist immer noch das, dass die Römer wirklich auf dieser alten Trasse hier aus dem Norden zum Harzhorn vorgerückt sind. Und dann müssen die einfach hier unten im Passbereich auf die germanische Wegsperre getroffen sein. Wo heute die A7 bei Northeim verläuft, erhebt sich ein bewaldeter Bergkamm, das Harzhorn. Auf dem Schlachtfeld stoßen Archäologen auf tausende Funde. Linker Hand der Autobahn ist Sumpfgebiet. Hier errichten die Germanen einen Sperrriegel. Es kommt zu ersten Gefechten. Die Römer sind überlegen, ausgerüstet mit modernsten Waffen, auch mit Katapulten. Also wie viele Menschen hier gekämpft haben, ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Wir haben nur einen Ausschnitt des Schlachtfeldes. Wir haben nicht überall die Bedingungen, dass das Schlachtfeld erhalten wäre. Wir wissen auch nicht, ob alle Areale, in denen wir Kampf nachweisen können, gleichzeitig quasi ins Kampfgeschehen eingebunden waren oder ob das eine sukzessive Geschichte ist. Also wir stehen irgendwo zwischen 1000 im Minimum und ganz mutig 10.000 im Maximum und dazwischen hat es sich irgendwo bewegt. Eher eine größere als eine kleine Truppe. Sogenannte Langwaffen wie der Scorpio, ein mobiles Katapult, verschaffen den Römern im Kampf einen entscheidenden Vorteil. Solchen Waffen haben die Germanen nichts entgegenzusetzen.
Die Katapulte stehen unten in dem Bereich, wo es flach ist. Die Katapulte können nicht beliebig ihren Winkel nach oben verändern. Das heißt, sie konnten diesen Hang nicht bis ganz oben bestreichen, sondern die Spitzen schlagen bis etwa in der Mitte des Hanges ein. Besonders interessant ist natürlich dann ein solches Stück, wo man sieht, die Spitze ist stark verbogen. Also diese Geschossspitze, die ist irgendwo aufgetroffen. Wir wissen natürlich nicht, hat sie jetzt einen Stein getroffen, Baum oder möglicherweise auch einen Menschen, der dann durch diese Spitze verletzt worden ist oder möglicherweise ja sogar getötet. Die Römer schlagen die Germanen in die Flucht, verfolgen sie den Kamm hinauf, ein steiler Höhenzug. In einer Zangenbewegung greifen sie erneut an. Bogenschützen und Katapulte lassen den Germanen keine Chance. Im Wald tobt eine erbarmungslose Schlacht. Wir können ziemlich genau nachvollziehen, dass hier ein ganz starker Beschuss durch römische Katapultgeschütze erfolgt ist, die alle in etwa 80 bis 70 Meter Distanz am gegenüberliegenden Hügelkamm aufgebaut gewesen sind. Überall werden Pfeilspitzen entdeckt. Der Fundort wird genau erfasst, denn die Lage und Ausrichtung gibt Hinweise auf den Schlachtverlauf, wo der Schütze stand und wo das Ziel. Also ich vermute, dass es eine römische Pfeilspitze ist, weil wenn man sich jetzt das Stück anguckt, scheint es dreiflügelig zu sein. Und das wäre dann ein ganz klares Anzeichen dafür, dass es eine römische Pfeilspitze ist. Die Germanen haben wahrscheinlich in einer relativ lockeren Streuung auf dem Kamm gestanden und haben dann versucht, von oben die römischen Truppen, die den Aufweg raufgekommen sind, anzugreifen, wurden aber von den römischen Distanzwaffen auf Abstand gehalten. Das heißt, die Römer konnten sich im Schutz ihrer Katapulte und ihrer Bogenschützeneinheiten relativ ungestört aufbauen. Die Germanen sind gar nicht dazu gekommen, die römischen Truppen bei ihrer Entwicklung massiert anzugreifen. In dieser Senke tobten die Kämpfe besonders heftig. Für die Archäologen ist es einer der Hotspots. Jede Menge Schuhnägel werden entdeckt. Die Sohle einer Römersandale hatte 80 bis 90 Nägel. Wir haben insgesamt an die 1000 Nägel inzwischen hier von diesem Fundplatz vorliegen. Und anhand dieser Nägel können wir antike Truppenbewegungen fassen. Die Germanen kämpfen einen aussichtslosen Kampf. Flüchten und werden von den Römern verfolgt. Ein letztes Gefecht am Ende des Bergkamms. Hier finden Archäologen Teile eines römischen Wagens, der in die Tiefe stürzte. Kein anderes antikes Schlachtfeld liefert so eindrucksvoll gut erhaltene Spuren erbitterter Kämpfe. Das Schlachtfeld am Harzhorn ist wie eine Zeitkapsel. Unberührt, ein unscheinbarer Höhenzug mit einem Geheimnis, das jahrhundertelang verborgen blieb. Das Gefecht am Harzhorn, das hat vielleicht nur anderthalb oder zwei Stunden gedauert. Und unser großes Glück ist, dass diese zwei Stunden unglaublich gut erhalten sind als archäologischer Befund. Man kann wirklich sagen, das sind zwei Stunden aus der Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus, die wie eingefroren konserviert sind. Die vorläufige Bilanz über 1800 Funde. Die Zügelführung eines römischen Wagens. Geschossspitzen, Münzen, Waffenteile, Werkzeuge. Allesamt von Römern. Erstaunlich wenige Funde können Germanen zugeordnet werden. Eigentlich gar keine, bis auf eine Speerspitze. Diese Speerspitze ist ja vollkommen anders gearbeitet als die anderen, die wir haben. Und vermutlich ist das auch ein germanisches Exemplar. Also man sieht auf dem Blatt die dicke Rippe und dann noch die schönen Verzierungen, die Messingeinlagen, der Schaft, der vollkommen anders gearbeitet ist. Also ich denke, über diese Speerspitze werden wir auch die Germanen fassen können. Sie haben kaum Spuren hinterlassen. Wie lässt sich das erklären? Die Germanen benutzen keine Katapulte, diese Quellengattung fällt weg. Dann
haben wir im 3. Jahrhundert das Phänomen, dass manches an der germanischen Bewaffnung im Prinzip römisch ist oder der römischen Bewaffnung germanisch beeinflusst ist. Das heißt, wir können zum Beispiel gerade bei Pfeilspitzen gar nicht wirklich unterscheiden, ist es jetzt eine germanische oder ist es eine römische Produktion. Das geht also kreuz und quer über den Limes hinweg, die Nutzung dieser Pfeile. Die Fundsituation belegt eindeutig die hastige Flucht der Germanen. Die Römer verlassen das Schlachtfeld als Sieger. Muss die Geschichte umgeschrieben werden? Ja und nein. Die Varusschlacht, wo auch immer sie stattgefunden hat, markiert einen entscheidenden Einschnitt. Bislang gingen alle davon aus, dass in den Jahrzehnten nach Christi Geburt eigentlich das römische Engagement im freien Germanien aufgegeben worden wäre. Das war einfach nicht mehr attraktiv, man hat sich zurückgezogen. Und hier fassen wir ein Ereignis, wo die Römer nochmal sehr entschlossen, sehr tief in Feindesland vordringen, wahrscheinlich um hier zu zeigen, wie die Machtverhältnisse in Mitteleuropa aussehen. Der Sieg über Varus machte Arminius zur Legende. Er hat die Germanen zwar von der römischen Herrschaft befreit, doch nicht ein für allemal aus dem Land gefegt. Immer wieder drangen Römer in Germanien ein, auch noch 200 Jahre nach der Varusschlacht. Dass Arminius Hermann der Karusker bereits 9 nach Christus in der Varusschlacht die Römer aus dem Land vertrieben habe, ein für allemal, wie passt das überhaupt zusammen? Und was suchten römische Legionen 2 Jahrhunderte nach Varus überhaupt im Harz? Jörg Müllner, unser Autor, sagt uns das. Mehr als eine Schlacht. Eine Zeitenwende. Der Anfang vom Ende der römischen Vorherrschaft in Europa, heißt es. Römer in Germanien im Jahre 9 nach Christus. Sie geraten in einen Hinterhalt. Germanische Stämme bereiten 3 römischen Legionen eine vernichtende Niederlage. Keine Schlacht der Antike hatte so weitreichende Bedeutung für die deutsche Geschichte wie die Schlacht des Cheruskerfürsten Arminius gegen den römischen Feldherrn Varus. Vielen gilt sie als Gründungsmythos der deutschen Nation. Schauplatz war, so sagen römische Quellen, der Teutoburger Wald, wo noch heute ein Denkmal an Arminius erinnert. In jedem Schulbuch steht, die Römer hätten sich seit diesem Desaster an den Limes zurückgezogen und Germanien gemieden. Aber fand die legendäre Schlacht wirklich im Teutoburger Wald statt, wie Tacitus schreibt? Viele Archäologen halten einen anderen Ort für wahrscheinlich, Kalkriese im Osnabrücker Land. Hier steht ein imposantes Museum, voll mit Fundstücken von einer bedeutenden Römerschlacht. Waffen, Rüstungen, Münzen, die Reste der Varusschlacht, heißt es. Hier steht der Nachbau eines Walls, der Germanen als Hinterhalt diente. Auf dem Schlachtfeld entdecken Archäologen die Überreste einer geschlagenen römischen Armee. War es die Varusschlacht? Wir erkennen hier inzwischen nach mit 20 Jahren Erfahrung verschiedene Schichten. Den anstehenden Sand, den gelben, kann man noch recht gut sehen. Das ist der gelbe Sand hier im Untergrund. Aber was sich denn wenigsten erschließt, das ist eine Schicht, die uns zeigt, dass hier die Germanen eine Wallanlage errichtet haben. Wir haben hier ein braunes Material, so ungefähr 20 cm mächtig, über dem gelben Sand. Und unter dem dunkelgrauen Auftrag, das ist die Flugschicht und ein mittelalterlicher Bodenauftrag, der Plaggenesch. Und dieses braune Band hier, das ist das, was vom Wall, den die Germanen hier errichtet haben, um die Römer angreifen zu können, übrig geblieben ist. Der Wall war eine tödliche Falle. Aber waren es die Truppen des römischen Feldherrn Varus, die hier vernichtend geschlagen wurden? Nicht ein Ab. Das Ziel sind elbgermanische Siedlungen. Sie werden verwüstet und in Brand gesteckt. Dann machen sich die Truppen auf den Weg zurück ins Winterlager nach Mainz und passieren das Harzhorn. Hier wittern Germanen ihre Chance. Der Wald am Harzhorn bei Northeim, südliches Niedersachsen. Perfekt für einen tödlichen Hinterhalt.
Die Auswahl dieses Platzes für eine Schlacht gegen die Römer ist aus militärstrategischer Sicht genial. Es ist wirklich das Nadelöhr par excellence auf einer sehr langen Strecke. Das heißt zum einen, was für mich als Germanenforscher auch schon mal eine wirkliche Überraschung war, dass die Germanen einfach sehr gute Kenntnisse in dieser Zeit von überregionalen Verkehrstrassen hatten. Und zum anderen, dass sie einen klaren Blick für geostrategische Situationen haben. Also wo kann man am besten einen solchen Engpass zumachen? Ein wichtiges Hilfsmittel für die Archäologen ist eine Laserscan-Luftaufnahme, die das Gebiet ohne Bewuchs zeigt. So werden jahrtausende alte Wege und Spuren im Boden sichtbar. Das hilft dabei, die Schlacht zu rekonstruieren. Also wie können wir uns das erklären? Also ich denke, das plausibelste Modell für die ganze Geschichte ist immer noch das, dass die Römer wirklich auf dieser alten Trasse hier aus dem Norden zum Harzhorn vorgerückt sind. Und dann müssen die einfach hier unten im Passbereich auf die germanische Wegsperre getroffen sein. Wo heute die A7 bei Nordheim verläuft, erhebt sich ein bewaldeter Bergkamm, das Harzhorn. Auf dem Schlachtfeld stoßen Archäologen auf tausende Funde. Linke Hand der Autobahn ist Sumpfgebiet. Hier errichten die Germanen einen Sperrriegel. Es kommt zu ersten Gefechten. Die Römer sind überlegen, ausgerüstet mit modernsten Waffen, auch mit Katapulten. Also wie viele Menschen hier gekämpft haben, ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Wir haben nur einen Ausschnitt des Schlachtfeldes. Wir haben nicht überall die Bedingungen, dass das Schlachtfeld erhalten wäre. Wir wissen auch nicht, ob alle Areale, in denen wir Kampf nachweisen können, gleichzeitig quasi ins Kampfgeschehen eingebunden waren oder ob das eine sukzessive Geschichte ist. Also wir stehen irgendwo zwischen 1000 im Minimum und ganz mutig 10.000 im Maximum und dazwischen hat es sich irgendwo bewegt. Eher eine größere als eine kleine Truppe. Sogenannte Langwaffen wie der Scorpio, ein mobiles Katapult, verschaffen den Römern im Kampf einen entscheidenden Vorteil. Solchen Waffen haben die Germanen nichts entgegenzusetzen. Die Katapulte stehen unten in dem Bereich, wo es flach ist. Die Katapulte können nicht beliebig ihren Winkel nach oben verändern. Das heißt, sie wird untersucht. Bald zeigt sich, das Geschehen am Harzhorn hat sich über eine Fläche von mehreren Kilometern erstreckt. Die Archäologen stehen vor großen Herausforderungen, denn anders als ein Gräberfeld oder eine Ruine ist die Schlacht nur eine Momentaufnahme der Geschichte. Eine Römerschlacht in Germanien, das elektrisiert auch den Grabungsleiter Michael Meyer, Germanenexperte von Rang. Wir haben uns das nicht vorstellen können, dass die Germanen tatsächlich auch vor der eigenen Haustür mit der massiven römischen Militärmacht konfrontiert waren. Ja, bislang sieht unser Bild so aus, die Germanen fallen ins Römische Reich ein. Aber die Römer sichern nur ihre Grenze und machen das vielleicht ein bisschen im Vorfeld. Also die Germanen könnten sich nach diesem alten Modell zu Hause sicher fühlen und waren eben gleichzeitig auch in der Lage, den Römern empfindliche Nadelstiche zuzuführen. Und das müssen wir jetzt anders bewerten. Also die Germanen sind tatsächlich in ihrer eigenen Heimat mit Rom, mit der römischen Armee konfrontiert. Die Varusschlacht war also doch nicht das Ende der römischen Präsenz in Germanien. Die Archäologen wollen mehr wissen. Wann fand die Schlacht statt? Und wer zog als Sieger vom Feld? Wieder die Germanen, wie schon in der Varusschlacht? Das ist so außergewöhnlich. Ja. Es ist einfach so was komplett Neues. Es ist historisch ungeheuer aufregend. Es ist methodisch Neuland. Wir sind also während der Grabungen im Prinzip auch dabei, unsere Methode zu entwickeln, im ständigen Gespräch, im Kreis der Kollegen. Und von daher ist es einfach eine riesige, aufregende Herausforderung. Jedes Fundstück erzählt eine eigene Geschichte. Was am Harzhorn entdeckt wird, kommt zum Restaurator, der sich als Ermittler sieht, ein Detektiv der Geschichte. Die sogenannten Restauratoren sind in Deutschland eigentlich unglücklich mit ihrer Berufsbezeichnung. Im englischen Sprachraum gibt es den Begriff der Investigative Conservation, also eine untersuchende Konservierung von archäologischen Funden. Und das trifft die tägliche Arbeit viel genauer. Die investigative Restaurierung gibt Aufschluss über den Zeitpunkt der Schlacht und die Zusammensetzung der Truppen, die am Harzhorn kämpften. Die Funde erzählen von Fremdlegionären in der Schlacht, persischen Bogenschützen, Hilfstruppen aus Syrien. Und das nach zwei Jahrtausenden.
Es hat keine Düngung stattgefunden in direkter Nähe zum Grabungsareal oder zum Fundareal, hat keine Straßenstreuung, also keine Salzeinbringung stattgefunden. Und wahrscheinlich hat auch in den letzten 2000 Jahren hier kein Ackerbau stattgefunden in diesem Waldgebiet. So dass der Boden tatsächlich über diese fast 2000 Jahre völlig unverändert geblieben ist. Und das kommt Das horribelste Modell für die ganze Geschichte ist immer noch das, dass die Römer wirklich auf dieser alten Trasse hier aus dem Norden zum Harzhorn vorgerückt sind. Und dann müssen die einfach hier unten im Passbereich auf die germanische Wegsperre getroffen sein. Wo heute die A7 bei Northeim verläuft, erhebt sich ein bewaldeter Bergkamm, das Harzhorn. Auf dem Schlachtfeld stoßen Archäologen auf tausende Funde. Linker Hand der Autobahn ist Sumpfgebiet. Hier errichten die Germanen einen Sperrriegel. Es kommt zu ersten Gefechten. Die Römer sind überlegen, ausgerüstet mit modernsten Waffen, auch mit Katapulten. Also wie viele Menschen hier gekämpft haben, ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Wir haben nur einen Ausschnitt des Schlachtfeldes. Wir haben nicht überall die Bedingungen, dass das Schlachtfeld erhalten wäre. Wir wissen auch nicht, ob alle Areale, in denen wir Kampf nachweisen können, gleichzeitig quasi ins Kampfgeschehen eingebunden waren oder ob das eine sukzessive Geschichte ist. Also wir stehen irgendwo zwischen 1000 im Minimum und ganz mutig 10.000 im Maximum und dazwischen hat es sich irgendwo bewegt. Eher eine größere als eine kleine Truppe. Sogenannte Langwaffen wie der Scorpio, ein mobiles Katapult, verschaffen den Römern im Kampf einen entscheidenden Vorteil. Solchen Waffen haben die Germanen nichts entgegenzusetzen. Die Katapulte stehen unten in dem Bereich, wo es flach ist. Die Katapulte können nicht beliebig ihren Winkel nach oben verändern. Das heißt, sie konnten diesen Hang nicht bis ganz oben bestreichen, sondern die Spitzen schlagen bis etwa in der Mitte des Hanges ein. Besonders interessant ist natürlich dann ein solches Stück, wo man sieht, die Spitze ist stark verbogen. Also diese Geschossspitze, die ist irgendwo aufgetroffen. Wir wissen natürlich nicht, hat sie jetzt einen Stein getroffen, Baum oder möglicherweise auch einen Menschen, der dann durch diese Spitze verletzt worden ist oder möglicherweise ja sogar getötet. Die Römer schlagen die Germanen in die Flucht, verfolgen sie den Kamm hinauf, ein steiler Höhenzug. In einer Zangenbewegung greifen sie erneut an. Bogenschützen und Katapulte lassen den Germanen keine Chance. Im Wald tobt eine erbarmungslose Schlacht. Wir können ziemlich genau nachvollziehen, dass hier ein ganz starker Beschuss durch römische Katapultgeschütze erfolgt ist, die alle in etwa 80 bis 70 Meter Distanz am gegenüberliegenden Hügelkamm aufgebaut gewesen sind. Überall werden Pfeilspitzen entdeckt. Der Fundort wird genau erfasst, denn die Lage und Ausrichtung gibt Hinweise auf den Schlachtverlauf, wo in jedem Schulbuch steht, die Römer hätten sich seit diesem Desaster an den Limes zurückgezogen und Germanien gemieden. Aber fand die legendäre Schlacht wirklich im Teutoburger Wald statt, wie Tacitus schreibt? Viele Archäologen halten einen anderen Ort für wahrscheinlich. Kalkriese im Osnabrücker Land. Hier steht ein imposantes Museum, voll mit Fundstücken von einer bedeutenden Römerschlacht. Waffen, Rüstungen, Münzen, die Reste der Varusschlacht, heißt es. Hier steht der Nachbau eines Walls, der Germanen als Hinterhalt diente. Auf dem Schlachtfeld entdecken Archäologen die Überreste einer geschlagenen römischen Armee. War es die Varusschlacht? Wir erkennen hier inzwischen nach mit 20 Jahren Erfahrung verschiedene Schichten. Den anstehenden Sand, den gelben, kann man noch recht gut sehen. Das ist der gelbe Sand hier im Untergrund. Aber was sich denn wenigstens erschließt, das ist eine Schicht, die uns zeigt, dass hier die Germanen eine Wallanlage errichtet haben. Wir haben hier ein braunes Material, so ungefähr 20 cm mächtig, über dem gelben Sand. Und unter dem dunkelgrauen Auftrag, das ist die Flugschicht und ein mittelalterlicher Bodenauftrag, der Plaggenesch. Und dieses braune Band hier, das ist das, was vom Wall, den die Germanen hier errichtet haben, um die Römer angreifen zu können, übrig geblieben ist. Der Wall war eine tödliche Falle.
Aber waren es die Truppen des römischen Feldherrn Varus, die hier vernichtend geschlagen wurden? Nicht ein Abzeichen der Varus-Legionen wird gefunden. Aber ein römischer Gesichtshelm, hier mehrfach vergrößert. Was spricht für Varus in Kalkriese? Es gibt an anderer Stelle keinen einzigen Fund. Wir haben hier über 6.000. Wir haben eine große Zahl römischer Münzen. Die große Zahl hat schon für Mommsen dafür gesprochen, dass hier der Untergang einer römischen Armee stattgefunden hat. Also etwas, was man nur mit einer totalen Niederlage erklären kann, wenn da über 1.500 römische Silber- und einzelne Goldmünzen entdeckt werden können. Wir haben hier die große Ausdehnung der Fundstreuung und die Militaria, die übrig geblieben sind, sprechen dafür, dass die Römer nicht mehr in der Lage waren, ihre Toten einzusammeln, zu bestatten oder auch ihre Waffen noch einzusammeln. Eine große Römerschlacht, gewiss. Aber versprechen die Schilder an der Autobahn bei Kalkriese nicht zu viel? Der Hamburger Professor Siegfried Schoppe ist einer der Kritiker von Varus in Kalkriese. Meine These ist die, dass hier eine Germanicus-Schlacht stattgefunden hat, 16 nach Christus. An der Varus schon nicht mehr beteiligt sein konnte. Die Schlacht 9 nach Christus hat tatsächlich dort stattgefunden, wo Tacitus sie verortet, nämlich dort, wo wir heute vom Teutoburger Wald sprechen. Das Material, so ungefähr 20 cm mächtig, über dem gelben Sand und unter dem dunkelgrauen Auftrag, das ist die Flugschicht und ein mittelalterlicher Bodenauftrag, der Plaggenesch. Und dieses braune Band hier, das ist das, was vom Wall, den die Germanen hier errichtet haben, um die Römer angreifen zu können, übrig geblieben ist. Der Wall war eine tödliche Falle. Aber waren es die Truppen des römischen Feldherrn Varus, die hier vernichtend geschlagen wurden? Nicht ein Abzeichen der Varus-Legionen wird gefunden. Aber ein römischer Gesichtshelm, hier mehrfach vergrößert. Was spricht für Varus in Kalkriese? Es gibt an anderer Stelle keinen einzigen Fund. Wir haben hier über 6.000. Wir haben eine große Zahl römischer Münzen. Die große Zahl hat schon für Mommsen dafür gesprochen, dass hier der Untergang einer römischen Armee stattgefunden hat. Also etwas, was man nur mit einer totalen Niederlage erklären kann, wenn da über 1.500 römische Silber- und einzelne Goldmünzen entdeckt werden können. Wir haben hier die große Ausdehnung der Fundstreuung und die Militaria, die übrig geblieben sind, sprechen dafür, dass die Römer nicht mehr in der Lage waren, ihre Toten einzusammeln, zu bestatten oder auch ihre Waffen noch einzusammeln. Eine große Römerschlacht, gewiss. Aber versprechen die Schilder an der Autobahn bei Kalkriese nicht zu viel? Der Hamburger Professor Siegfried Schoppe ist einer der Kritiker von Varus in Kalkriese. Meine These ist die, dass hier eine Germanicus-Schlacht stattgefunden hat, 16 nach Christus. An der Varus schon nicht mehr beteiligt sein konnte. Die Schlacht 9 nach Christus hat tatsächlich dort stattgefunden, wo Tacitus sie verortet, nämlich dort, wo wir heute vom Teutoburger Wald sprechen. Bei Detmold also, sagt Siegfried Schoppe, der seither in Kalkriese nicht gern gesehen ist. Es gibt bis heute keine gesicherten Erkenntnisse über den Ort der Kämpfe. Hier wurden gegen alle Wissenschaftlichkeit Fakten geschaffen, indem man Varus-Schlachtschilder aufhängte, während man noch nach der Varus-Schlacht suchte und archäologische Studien betrieb. Das ist natürlich nicht ergebnisoffen und das ist wissenschaftlich nicht redlich. Meines Erachtens müsste das Schild Varus-Schlacht ersetzt werden durch das, was man hier wirklich hat. Römerschlacht, Kalkriese. Varus, gib mir meine Legionen zurück, soll der römische Kaiser Augustus nach der verheerenden Niederlage geklagt haben. Noch auf dem Schlachtfeld, so die Überlieferung, setzte Feldherr Varus seinem Leben ein Ende. Seither heißt es, nie wieder fassten Römer Fuß in Germanien, aber stimmt das auch? Manchmal sind es winzig.